Hallo Freunde, herzlich willkommen bei Bau dich auf. Hier ist der Dulag am Start und schön, dass du dabei bist. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, was haben wir jetzt hier vor uns? Was für ein mega mugger mabbel mobbel mibbel Haus steht hier vor uns. Ich war schon mindestens mal 5 bis 10 Mal hier und habe mal geguckt, was los ist. Und es wurde immer krasser, immer weiter gebaut, immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und das ist das Haus hier von unserem, oh mein Gott, wie spricht man das denn aus? X-Tree, Y-Tree, Extreme Y-Tree, X-Tree, Y-Tree, Y-Tree, X-Tree, Y-Tree, Y-Tree, X-Tree, Y-Tree, Y-Tree, X-Tree, X-Tree, Y-Tree. X-Tree, Y-Tree, ich habe keine Ahnung, also nennen wir dich mal Extreme Yeti. Das war auch der Skin dieser blaue Skin mit den riesen Augen und diesem verrückten Gesicht. Das ist ein super geiler Skin. Ja, vielen Dank fürs Mitbauen. Hier hast du nochmal deine E-Mail-Adresse gepostet. Und endlich fertig. Ja, ich habe so lange auf dieses Schild hier gewartet. Das kam einfach nicht. Deswegen habe ich es nicht gefilmt. Und jetzt filme ich es erst, obwohl es eines der ersten Häuser ist. Und Symmetrie wegen der Wasserfälle war noch nie meine Stärke. Aber lieber Extrem Yeti. Ganz ehrlich, das Haus braucht einiges. Eins braucht dieses Haus nicht und das ist Symmetrie, denn das ist ja ein Baumhaus in der Wildnis und du brauchst hier mal absolut null Symmetrie. Deswegen, scheiß auf Symmetrie, das hier ist mal das fetteste Baumhaus, das ich je gesehen habe. Also, gehen wir mal rein und ja. Ja, du magst Baumhäuser, magst du Elfen oder sowas oder Elben? Ausführliche Beschreibung. Da unten, wo unten? Ah. Hausbauer Noel alias Extrem Yeti. Also Noel. Schöne Grüße, Noel. Vielleicht sagen wir lieber Noel. Ich kann dieses Extrem Yeti, Y-Tree, kann ich nicht lesen. Also Noel, Hausart, Baumhaus. Ja. Grundstückgröße 20x20. Meistverwendetes Material Holz. Genau wie bei meinem Kopf. Bauzeit circa 9 bis 10 Stunden. Alter Schwede. 10 Stunden hast du hier gehangen. Das kommt auch schon an den Ball ran. Vom Philipp oder an den Controller oder an die Windmühle. Auf jeden Fall, du hast hier mal mega, mega viel gebaut und wenn du hier 10 Stunden gebaut hast, dann müssen wir uns das hier auch 10 Stunden lang angucken. Also stell euch auf eine Mega-Session ein. Und ich bin jetzt hier immer schnell runtergefallen. Aber gucken wir uns mal die Architektur mal an. Hier mal. Wir haben hier wieder diese Blätterlampen. Die sind echt gut. Das muss ich immer auf Survival auch mal machen. Das war ja auch schon in Senkuyos Haus so und ich glaube bei Eliminatoro war es auch. Und ja, hier die Gitter, um das zu begrenzen. Hier auch um die Schilder nochmal den Zaun gebaut, damit das so schön aussieht hier. Und alles so versetzt, ne? So ganz wilder Stil hier, nicht einfach nur platten Boden, sondern immer so versetzt, damit man hier so eine Art Pflasterholz, also so wildes Holz hat, auch vielleicht so mit Wurzeln, die man sich hier vorstellen könnte. Und auch wieder darauf geachtet, dass die Bäume hier die Stämme nach oben zeigen und nicht einfach nur Holzblöcke verwendet. Und ja, das ist sozusagen die Einführung und ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal hoch und schauen uns mal mehr an. Und hier sieht man, was hier verwendet wurde, dass die Holzstämme um den Baum in die Höhe ragen zu lassen. Wir haben hier aber auch für die Innendekoration das dunkle Eichenholz und das, ich glaube, das ist Birkenholz, ne? Damit das noch heller aussieht am Rand und geschmückt von Blättern und auf den Blättern liegt ein schwarzer Teppich zur Dekoration. Die ausführliche Beschreibung haben wir Gott sei Dank gefunden. Mein Gott, was hätte ich mich geärgert, wenn ich das jetzt nicht gefunden hätte. Und was ist das für ein geiles Haus? Hier plätschert nicht ein Wasser, ja ein Wasserströmchen runter, das sind 100 Liter Wasser, die da pro Sekunde runterkommen bestimmt. Oder wenn nicht sogar noch viel, viel mehr. Das sind Strömungen, die Niagara-Fälle von Dulagland. Die Dulag-Fälle kommen da runter. Und wenn ihr euch diesen Ausblick mal anguckt, das ist doch Wahnsinn. Das wäre jetzt echt ein Screenshot wert. Und dann hier bei den Treppen, da leuchtet das vor den Treppen. Beleuchtet schön. Hier auch überall zwischendrin leuchtet es mal ein bisschen von den Treppen auch nach unten. Deswegen ist es hier auch hell. Ohne dass hier mit gefährlichen Feuerfackeln gearbeitet wurde, die vielleicht unser schönes Haus hier anzünden würden. Und wenn man das Haus hochkraxeln muss, dann geht es immer wieder durchs Haus durch und am Haus rum. So richtig verspielt, wie das bei Elfen- oder Elbengebäuden ist. Wie man das so kennt.
Und das Wasser fällt hier einfach nur runter. Und immer diese Mischung hier wieder aus Bäumchen. Ich guck mir das gerade mal von der Höhe an, von außen. Und das geht weit, weit noch höher, viel weiter noch hinaus in den Himmel. Da haben wir noch einige Runden zu drehen. So. Schöner Ausblick. Und was für ein Megabaum, was weit lange hast du? Wie viele Teile hast du hier verbaut? Oh, und jetzt ist hier ein Raum. Geschützt von Blättern, ich werd bekloppt. Das hat man von außen gar nicht gesehen. Spiel eine Platte ab. Was haben wir denn da? Catbox, Chirpfer, Mall, Moon, Strand. Strat, was soll ich? Ward. Wait. Was ist Strat? Nimm mal Strat. Oh, das klingt aber schön. Ja, du kriegst natürlich auch einen Wolf, einen Phil-Wolf. Als kleines Dankeschön. Und hier der Teppich, das ist... Die Musik passt ja auch richtig geil. Ja, das war so ein Raum, den hat man von außen nicht gesehen. Das ist der Hammer. Super versteckt hinter Blättern, Leute. Mein Gott, hast du die Mühe gegeben. Die Musik ist geil. Das erinnert mich irgendwie an Tomb Raider. Wir sind hier in einer Elfenfestung. Die Waldelben. Moment, waren jetzt zwei Wege? Ich will ja nichts übersehen, oder? Moment, ich muss zurück. Uiuiui, boah, wenn ich hier einen Raum übersehe, ich trete mir so in den Hintern. Hey Dulag LP, das ist das Gehege von Gonzo. Wenn er nicht drin ist, nehme bitte ein Spawn-Eye aus der Kiste und platziere Gonzo an seinem Gehege. Danke, Gonzo. Gonzo, das Baumschwein. Ist das hier das ganze Gehege von Gonzo? Ah, okay, hier werden wir auch hochgekommen. Das ist das Gehege von Gonzo, ist das richtig? Ich muss das mal raus hier, das lenkt mir ab. Ich will mich auf dieses Haus konzentrieren, einfach nur. Wahnsinn. Und da steht der Ball. Die Festung von Philipp steht dem hier gegenüber und der Turm. Mein Gott, was für geile Dinger habt ihr hingebaut. Ich bin fertig mit den Nerven, Mann. Also fertig. Ich bin so unendlich froh, dass ich das nicht bewerten muss, wer hier gewinnt. Eine unlösbare Aufgabe für mich. Und ja, ich glaube, das ist Gonzos Gehege hier. Gehen wir mal kurz gucken. Darkfire, welcome on my server. Ja, Moment, das war hier, ne? Das ist das Gehege von Gonzo. Okay, das ist wirklich das Gehege hier. Oder da oben. Nee, Gonzo ist gerade nicht zu Hause, dann... Hier, Gonzo! Gonzo, das Baumschwein! Wo ist das her? Also, wo kommt das her? Ich meine, dieses Gonzo, der Baumschwein, was... Ist das aus irgendeinem Buch, oder? Gonzo, das Baumschwein... Hallo, Gonzo! Alles gut? Oh, der will nicht mit uns reden, der hat uns den Rücken und so gedreht! Gonzolein. Na gut, der chillt gerade. Aber jetzt bleib mal hier, ne? Nicht wieder abhauen, Gonzo. Könnten ja mit jemand alleine, wollen wir den nicht anbinden hier, ne? Die Elfen, die würden noch niemals ein Tier mit alleine anbinden, oder? So, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier im Gehege von Gonzo. Da stehen ein paar Zuschauer. Die denken sich, what macht der Dulag da? What? Dulag, spiel doch mal A, spiel doch mal B. So, jetzt mal eine Etage höher. Wir sind aber immer noch nicht über den Wolken. Da sind die Wolken. Die
Backen da gerade so in der Decke. Wir klettern weiter. Die Luft wird dünner, Leute. Es wird kühler, es wird windiger. Schade, die Musik ist weg. Die war super schön. Nach links geht's zum Pool. Nach rechts geht's weiter hoch. Also gehen wir erstmal zum Pool. Der Pfad zum Pool, umgangssprachlich auch Quirler genannt. Quirler, das hast du dir doch nicht ausgedacht. Das ist doch jetzt aus irgendeinem Buch oder aus irgendeinem Film. Oder geht's hier auch weiter hoch? Oder? Oh, chillen. Das ist ein Infinity Pool, ne? Der läuft hier jetzt runter. Ja, jetzt sind wir, Leute, über den Wolken. Und wir blicken auf Dulagland. Aus diesem super Baumhaus. Aber was mir hier jetzt an der Stelle fehlt, vielleicht kommt es ja noch als Name für dieses Baumhaus. Also das, dieser Baum hier, dieser Megabaum, der muss doch einen Namen haben. Hat der bestimmt auch. Den weiß ich nur nicht. Das ist der Pool, Leute. Und du bist so ein Fantasy-Typ. Du bist unglaublich kreativ. Und du bist, ja, was soll man sagen, willensstark. Das ist so viel... So viel Energie und Zeit investierst und das alles hinkriegst und einfach nur Riesenrespekt. So viel Details, der Zaun hier auch. Da wie das übergeht in den Baum hinein. Von der Architektur hier, dass hier unten irgendwie, dass das so alles so ineinander verstrickt ist. Dass hier jetzt der Pool ist, hier drüber geht jetzt die Treppe weiter. Hier unten ist der Pool, seht ihr? Sprung in die Tiefen des Baumhauses, lande im Wasser. Soll man das machen? Machen wir doch, oder? Plötsch. Da geht's runter. Und was ist irgendwann jetzt weiter? Wären wir da auch im Wasser gelandet? Boah, das wäre aber ein harter Aufschlag gewesen, glaube ich. Das wäre nicht so gut gewesen. Ich bin froh, dass es flüssig läuft. Dass ich das Haus jetzt... Boah, das habe ich gar nicht gesehen. Ich mal an, wie diese Etage hier aussieht. Das ist Gonzos Gehege, ne? Naja. So, da ist der Pool und da sind wir runtergesprungen. Sehr gut. Nichts verpasst. Boah, ich hoffe, ich habe das ja nichts verpasst. Oh, das Schlafzimmer hier mit den Lianen. Grüner Teppich und dann hier die chilligen Lichter. Noch ein paar Pflanzen links und rechts. Das Fenster. Ein großes Fenster, damit es auch schön hell ist. Und ja, hier ein Doppelbett. Wir wissen also Bescheid. Über dich und dein Baumhaus. So ein Riesenbaumhaus für dich und deinen Lebenspartner, Partnerin, man weiß es nicht. Und es geht immer weiter hoch. Ich hoffe, ich renne jetzt hier nicht zu schnell hoch. Immer weiter und weiter. Und weiter. Hier die Lichter vor den Stufen. Oh, Abzweigung. Gucken wir nochmal kurz, was der bessere Weg ist. Ich glaube, die gehen beide in dieselbe Richtung, oder? Auf in den Wohnbereich. Boah, das hier, ach, das war alles noch gar kein Wohnbereich. Alles klar. Okay, ich bin, glaube ich, die richtige Ecke hochgegangen. Hier nochmal ein Riesenfenster. Boah. Und hier der dicke Baumstumpf. Die Mutter... Unsere Baummutter. Schön, schön, schön. Und das alles in einem Baum. Hier die Blätter wieder. Und hier fließt das Wasser. Oh, ich muss hier echt den Atem anhalten. Das ist krass. Auf in den Wohnbereich. Ging es da noch? Ja, ne? Hier die Schilder und verkleiden den Glowstone. Und hier ist der Wohnbereich. Fenster, Blätter, Kühlschrank, Werkbank. Was geht hier? Machen alles mal an. 64 Dias. Wieso machen alle mal 64 Dias? Okay, was haben wir noch? Das ist die Sitzecke sozusagen. Die Essecke. Los und drüber Riesenfenster wieder zum Genießen und überall unterschiedliche Fenster, ne? Hier solche Fenster und hier nochmal Mosaik aus Platten, verspielt und abwechslungsreich. Und das ist sozusagen der Wohnbereich. Da drüber fließt Wasser über dem Wohnbereich. Ja, leck mich fett, alter Schwede.
Hier fließt Wasser über die Decke. Wie geil die Idee. Ich bin begeistert. Ich weiß nicht genau, was ich hier charakterisieren soll, außer dass du halt wahrscheinlich Natur liebst und Fantasy-Elfen, Baumhäuser baust, kletterst. Weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen überfordert. Und hier sind wir jetzt im Gipfel angekommen. Wir haben den Gipfel des Baumes erreicht und finden dort ein riesen Minecraft-Bild. Du bist ein Minecraft-Fan, das sieht man auch. Regale, noch mehr Regale. Wenn das Bild mal wieder fehlt, liegt das an einem Bug. Schade für den Bug. Aber du hast ja echt alles rausgeholt aus diesem Haus, was geht. Und ansonsten, ja, ist ja nicht schlimm, wenn das Bild hier fehlt. Ist ja schön, schön, schön. Komisch, ne? Die anderen fehlen nicht. Kann ich dir irgendwie helfen? Mal ein kleines Bild hin. Da staunen sie nachher. Noch ein Bug. Was ist denn da jetzt los? Okay, ja, das ist die Metalldecke. Stabile Decke. Metallsteindecke. Ganz stabile Decke, die das Baumhaus hier zum Abschluss bringt. Und überall Blätter und nochmal Äste hier in den Ecken. Details, wo man hinschaut. Mehr Details kann es nicht geben. Also, cool. Und dann werfen wir nochmal einen Blick von außen auf das Ganze. Wie viel Platz du gebraucht hast, um das hier zu verbauen. Und dass hier 10 Stunden drinstecken, das glaube ich dir locker. Also wenn das nicht sogar noch mehr waren. Bei mir, um das zu bauen, wären das auf jeden Fall wesentlich mehr gewesen. Hier ist der Wohnbereich. Der Wohnbereich ist komplett abgeschlossen. Da gab es keinen Weg raus, ne? Hier kann dir keiner was. Da kommt man so nicht rein. Da muss man hier durch diese Wendeltreppe. Das ist der Eingang in den Wohnbereich. Ja? Und hier kommt man hier noch irgendwie raus? Oder ist das auch als Schein? Ich glaube, hier ist auch als Schein. Ne, da müssen wir ins Gehege, glaube ich. Oder hier, hier ist wieder frei. Hier ist frische Luft, hier können wir mal schauen. So, da oben ist dein Wohnbereich. In dieser Festung aus Blättern. Und ich hätte nicht gedacht, dass da noch was drin ist. Ich hätte gedacht, das ist einfach nur Deko. Und wenn ihr euch mal vorstellt, in diesem Stamm hier, da sind wir gerade durchgelaufen. Hier sind wir in der Treppe hochgegangen. Ist das krass? Und hier plätschert das Wasser noch runter auf das Dach von der Küche und so weiter. Hier war das Gehege. Ne, das Gehege war weiter unten, ne? Ja, da unten ist das Gehege, glaube ich. Ist er noch da? Ein Hausschwein? Hausi! Hausi, Schweini, bist du noch da? Der hat sich wieder davon gemacht. Ja, Leute. Wir drehen mal noch eine Runde. Ja, boah, ist so ein Spalt offen zum Gucken. Also unglaublich kreativ, verspieltes Haus. Kein Bedarf an Symmetrie. Null, nada, niente. Unser Hundi steht da draußen rum. Auch schön, dass das Wasser so unterschiedlich fließt. Ich finde das toll, dass das Wasser unterschiedlich fließt, ganz ehrlich. Mir gefällt das. Ja, ja, ja. Ich danke dir fürs Bauen. Ich danke dir fürs Dabeisein. Dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich hoffe, ich habe alles gesehen. Du hast auf jeden Fall in der Challenge einen Platz vorne mit dabei verdient. Den wirst du dir wahrscheinlich auch sichern. Und ich hoffe, du bist in anderen Challenges auch noch dabei. Und ich sehe gerade erst, dass das Wasser von hier da drauf fließt. Von hier. Hier gespalten wird. Eins nach links, eins nach rechts. Hammergeil. Nochmal vielen Dank fürs Mitmachen. Schöne Grüße nach Hause. Und ich hoffe, ich habe dein Haus einigermaßen würdigen können, was du hier gebaut hast. Einfach nur klasse. Genial. Super, super. Ciao, ciao. Daumen da, Leute. Dein Dulag.